Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. Wir schauen uns heute gemeinsam die direkte Proportionalität an, das heißt, wenn beispielsweise Zuordnungen direkt proportional sind. Und am Beginn möchte ich mit dir hier ein Motivationsbeispiel machen, um grundsätzlich diese direkte Proportionalität Schritt für Schritt herleiten zu können. Am Beginn habe ich dir auch wieder zusammengeschrieben, was du bereits für dieses Lernvideo können solltest und welche Ziele wir gemeinsam haben. Ganz wichtig ist, dass du zu Beginn diese Möglichkeiten, die wir im letzten Video uns genauer angeschaut haben, das heißt, wie du zum Beispiel eine Größe einer anderen Größe zuordnest, dass du diese Möglichkeiten verinnerlichst und auch gut geübt hast. Das wären beispielsweise das Zuordnungsdiagramm, das Pfeildiagramm, die Zuordnungstabelle, die grafische Veranschaulichung im Koordinatensystem und die Zuordnungsvorschrift. Mithilfe dieser vier Möglichkeiten können Größen ineinander oder miteinander auch zugeordnet werden. Schau dir diese Möglichkeiten bei Bedarf nochmals genauer an. Wir gehen in diesem Video speziell von der Zuordnungsvorschrift auch aus. Das heißt, diese letzte Möglichkeit, zwei Größen miteinander in Beziehung zu setzen, die solltest du unbedingt ganz gut können, denn die Zuordnungsvorschrift ist die Voraussetzung, um die direkte Proportionalität auch herleiten zu können. Und dazu ist es auch wichtig, dass du den Begriff Zuordnung auch zwischen zwei Größen gut definieren kannst und weißt, wie eine solche Zuordnung auch ausschaut. Welche Ziele haben wir gemeinsam in diesem Lernvideo? Du sollst nach diesem Lernvideo vor allem die direkte Proportionalität in einem Alltagsbeispiel, wir werden gemeinsam hierzu auch eines machen am Beginn, durch bestimmte Eigenschaften in einer Tabelle und in einem Koordinatensystem erkennen können. Bereits in der Zuordnungstabelle und im Koordinatensystem gibt es spezielle Eigenschaften, um jetzt die direkte Proportionalität auch erkennen zu können und damit grundsätzlich auch die direkte Proportionalität für ein Beispiel auch aufzuschreiben. Anhand eben auch des zweiten Zieles, und zwar dieser Formel. Du wirst in diesem ersten Motivationsbeispiel, das wir in diesem Lernvideo gemeinsam auch machen, anhand eines Wegzeitbeispiels, wo die Geschwindigkeit beispielsweise auch gegeben ist, wirst du eine Formel finden und damit auch eine erste Faustregel herleiten können, wie jetzt grundsätzlich auch die direkte Proportionalität auch erkannt werden kann anhand dieser Faustregel, beziehungsweise wie du dann in der Folge auch derartige Faustregeln für eine direkte Proportionalität selbstständig auch aufstellen kannst. Wir starten nun gemeinsam mit einem Motivationsbeispiel in diese Lernreihe direkte Proportionalität hinein. Dazu nimm dir jetzt dein Arbeitsblatt Proportionalitäten zur Hand. Wir starten beim ersten Beispiel oben, wo du grundsätzlich jetzt eine Geschwindigkeit gegeben hast, mit der du einen bestimmten Weg, eine bestimmte Strecke, sei es auf der Straße oder am Feld oder auch zu Hause, läufst. Du läufst dabei mit einer konstanten Geschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde. Und als kleiner Hinweis steht auch schon rechts daneben, dass du pro Sekunde also 5 Meter zurücklegst an Weg auf dieser Strecke. Und nach T Sekunden, nach einer variablen Zeit, hast du insgesamt S Meter zurückgelegt. Also grundsätzlich hängt ja dieser Weg, dieser zurückgelegte Weg S, von der Zeit T ab. Wenn du dir das praktisch auch vorstellst und du läufst, dann hast du natürlich, wenn du jetzt in eine Richtung läufst, nach 2 Sekunden weniger Weg zurückgelegt als nach 8 Sekunden.
Das heißt, es gibt hier in diesem Beispiel eine Zuordnung, und zwar zu jedem Zeitpunkt t wird ein bestimmter zurückgelegter Weg s zugeordnet. Und in einem ersten Schritt müssen wir hier diese Wertetabelle ausfüllen, also die erste Möglichkeit einer Zuordnung, und zwar diese Zuordnungstabelle, sollen wir jetzt ausfüllen. Wir haben in der obigen Zeile haben wir t in Sekunden, die Zeit, die vergangene Zeit in Sekunden, und in der unteren Zeile haben wir den zurückgelegten Weg s in Metern. Nach einer Sekunde haben wir 5 Meter zurückgelegt, das folgt bereits aus der Angabe, eine Sekunde, also pro Sekunde, legst du 5 Meter zurück. Nach einer Sekunde hast du also 5 Meter zurückgelegt. Wenn uns jetzt der zurückgelegte Weg nach 2 Sekunden interessiert, dann haben wir jetzt grundsätzlich oben mit 2 multipliziert. Das heißt, wir haben jetzt die doppelte Zeit zurückgelegt. Und wenn wir jetzt konstant mit 5 Meter pro Sekunde laufen, dann haben wir nach 2 Sekunden theoretisch 10 Meter an Weg zurückgelegt. Das heißt, wenn wir uns das jetzt anschauen, wir haben oben mit 2 multipliziert und in der unteren Zeile haben wir jetzt auch mit 2 multipliziert. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen und wir nach dem Weg nach 6 Sekunden fragen, dann haben wir hier mit 3 multipliziert, weil ja 2 mal 3 ergibt 6. Also haben wir von der ersten Sekunde bis zur sechsten Sekunde das Sechsfache ist an Zeit vergangen, von der zweiten bis zur sechsten Sekunde ist das Dreifache der Zeit vergangen. Wenn wir jetzt also 6 Sekunden laufen und wir laufen trotzdem mit konstanter Geschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde, dann haben wir nach 6 Sekunden theoretisch 30 Meter zurückgelegt. Wenn wir jetzt wieder schauen, wir haben mal 3 oben multipliziert und unten folgt auch mal 3. Das heißt, wir erkennen jetzt auch ein Schema schon. Wir multiplizieren oben und unten demnach mit demselben. Wir multiplizieren mit demselben Faktor. Mit 2, mit 2, mit 3, mit 3. Und das machen wir jetzt weiterhin. Wenn wir jetzt hier schauen, von der ersten bis zur zehnten Sekunde vergeht insgesamt das Zehnfache. Das heißt, hier multiplizieren wir mit 10, also müssen wir hier unten auch mit 10 multiplizieren und erhalten dann insgesamt 50 Metern zurückgelegten Weg. Jetzt dürfen wir das letzte Feld auch noch ausfüllen. Jetzt sehen wir, jetzt müssen wir den umgekehrten Weg gehen. Jetzt müssen wir schauen, mit welchem Faktor wir unten multipliziert haben und müssen mit demselben Faktor auch oben multiplizieren. Unten haben wir mit 7 multipliziert, denn 5 mal 7 ist 35. Jetzt müssen wir auch oben mit 7 multiplizieren. 7 mal 1 ist 7. Damit haben wir diese Wertetabelle ausgefüllt. Anhand von einer ersten wichtigen Regel, und zwar, dass wir oben und unten mit demselben multipliziert haben, wenn wir von einem Wert zu einem anderen Wert kommen wollen. Und das ist demnach der Fall, weil wir hier mit einer konstanten Geschwindigkeit in eine Richtung laufen. Also wir legen jede Sekunde 5 Meter zurück. Also legen wir nach 2 Sekunden 10 Meter zurück, nach 3 Sekunden 15 Meter zurück. Also wir addieren eigentlich pro Sekunde 5 Meter. Und wenn wir das addieren, jetzt vereinfachen wollen, dann können wir stattdessen auch mit einem bestimmten Faktor multiplizieren und das haben wir in dieser Wertetabelle hier gemacht. In einem nächsten Schritt
geht es darum, dass wir diese Wertepaare in ein Koordinatensystem einzeichnen. Also die zweite Möglichkeit, die grafische Veranschaulichung dieser Zuordnung in einem Koordinatensystem. Wir zeichnen jetzt diese Wertepaare hier ein. Unten auf der x-Achse siehst du die Zeit, die vergangene Zeit in Sekunden. Die y-Achse beschreibt uns den zurückgelegten Weg in Meter. Wenn wir jetzt eine Sekunde haben, 5 Meter, haben wir 1, 5. Wenn wir haben 2, 10, dann haben wir 2 Sekunden, 10 Meter, dieser Punkt hier. 6 Sekunden, 30 Meter, 10 Sekunden, 50 Meter und nach 7 Sekunden haben wir 35 Meter zurückgelegt. Also bekommen wir diese 5 Punkte, wenn wir sie in das Koordinatensystem einzeichnen. Und wenn wir jetzt diese Punkte miteinander verbinden, dann siehst du, dass es hier eine Gerade als Ergebnis gibt. Diese Gerade enthält alle diese Punkte, die wir hier durch diese Wertetabelle herausgefunden haben, aber sie enthält auch noch andere Punkte. Denn wir können ja grundsätzlich den zurückgelegten Weg nicht nur nach vollen Sekunden uns berechnen, sondern wir können auch schauen, okay, wie viel Meter habe ich jetzt zurückgelegt nach 5,6 Sekunden oder nach bereits einer halben Sekunde, nach 0,5 Sekunden. Wir können also hier eine kontinuierliche Verbindung zwischen diesen Punkten aufzeichnen und eine kontinuierliche Verbindung ist in dem Fall eine Gerade, die all diese Punkte enthält und noch viele oder unendlich viele andere Punkte auch enthält, weil zu jedem Zeitpunkt ein zurückgelegter Weg zugeordnet werden kann. Welchen Weg hast du jetzt also nach 4,2 Sekunden zurückgelegt? Das ist genau jetzt eine solche Fragestellung, die uns eben auch durch diese Gerade ermöglicht wird, durch diese kontinuierliche Verbindung all dieser Punkte. Und dazu schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir jetzt hier oben statt 1 4,2 einsetzen, dann multiplizieren wir ja mit 4,2 oben bei den Sekunden, also müssen wir auch unten beim Weg mit 4,2 multiplizieren. Also bekommen wir hier insgesamt 5 Meter pro Sekunde, das wäre unten. Und jetzt muss ich ja, weil ich oben mit 4,2 multipliziere, weil ich 4,2 Sekunden habe, muss ich unten beim Weg auch mit 4,2 multiplizieren. In diesem Fall würde man Meter mal 4,2. Und das ergibt in diesem Fall 21 Meter. Wenn wir jetzt nun schauen, diese 4,2, das wäre jetzt unser S, das wäre unser T und das wäre unser S. Wenn wir jetzt diesen Punkt einzeichnen, 4,2 und hier 21, dann erhalten wir hier diesen Punkt. Dieser Punkt hat jetzt grundsätzlich die Koordinaten 4,2 Sekunden und 21 Meter. Also wir können jetzt diesen Punkt eben auch einzeichnen, weil dieser auch auf dieser Gerade oben liegt und es hier um eine kontinuierliche Fragestellung handelt und um keine diskrete, wo nur einzelne Punkte oben liegen. Genau. Und unsere letzte Fragestellung ist, dass wir jetzt eine Vorschrift aufstellen, also eine Formel für S in Abhängigkeit von T. Das heißt, wir ordnen jetzt jedem Zeitpunkt einen Weg zu, beziehungsweise jedem Weg wird auch ein Zeitpunkt zugeordnet, also eine eindeutige Zuordnung zueinander. Und wenn wir uns das jetzt also anschauen, dann sehen wir, dass wir den zurückgelegten Weg zu einem bestimmten Zeitpunkt t dadurch bekommen, aus dieser oberen Formel in 3, dass wir die 5 Meter oder diese 5 Meter pro Sekunde, diese Geschwindigkeit,
dass wir die mit unserem gegebenen Zeitpunkt t dann multiplizieren. Also erhalten wir hier insgesamt 5 mal t. Das heißt, wenn ich beispielsweise jetzt den Weg nach 2 Sekunden haben möchte, dann multipliziere ich 5 eben mit 2. Genau wie ich es hier oben in der Tabelle auch gemacht habe. Oben mit 2 und unten mit 2. Und dieser 2er, diese Multiplikation mit 2, das hängt ja davon ab, wie groß mein t ist. Wenn ich beispielsweise mit nach 6 Sekunden den Weg wissen möchte, dann habe ich ja oben mit 6 multipliziert, also muss ich unten auch mit 6 multiplizieren. Also erhalte ich dann 5 mal 6 ist 30 Meter. Insgesamt bekomme ich dann diese Formel. Abhängig von meiner vergangenen Zeit ergibt sich der Weg, indem ich die Zeit mit 5 multipliziere. Das heißt, pro Sekunde kommen 5 Meter an Weg dazu. Das heißt, der zurückgelegte Weg S zu einem gegebenen Zeitpunkt T entspricht jetzt dem Fünffachen der vergangenen Zeit. Das Fünffache, das hängt natürlich auch von der Angabe ab. Wenn jetzt beispielsweise pro Sekunde 10 Meter zurückgelegt werden, wenn du beispielsweise mit einer konstanten Geschwindigkeit von 10 Meter pro Sekunde läufst, dann entspricht der zurückgelegte Weg S dem Zehnfachen der vergangenen Zeit. Das heißt, es ist hier ein Faktor ganz, ganz entscheidend, zurückgelegter Weg mit der vergangenen Zeit hängen über einen bestimmten Faktor zusammen. Und das wäre in diesem Fall 5. Schauen wir uns jetzt noch an, wie wir jetzt darauf auf die direkte Proportionalität kommen können. Das war unser Anfangsbeispiel, wo wir das Beispiel bereits ausgefüllt haben. Und jetzt können wir folgende Regel auch formulieren. Entspricht jetzt eine Größe dem x-fachen der anderen, also beispielsweise bei uns der Weg, der zurückgelegte Weg in Meter, entspricht ja dem Fünffachen der vergangenen Zeit t. Das können x-beliebige Größen sein. In unserem Fall wäre es jetzt der zurückgelegte Weg und die vergangene Zeit. So gilt dann, wenn diese Regel gilt, dass eine Größe das x-fache der anderen Größe ist, dann sagt man, dass die vergangene Zeit oder die eine Größe und der insgesamt zurückgelegte Weg S, die zweite Größe, direkt proportional zueinander sind. Wenn es darum geht, dass eine Größe das x-fache oder das fünffache oder das zehnfache einer anderen Größe ist, dann spricht man davon, dass sie direkt proportional zueinander sind. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Weg habe ich auch zurückgelegt. Das heißt, der zurückgelegte Weg vervielfacht sich, wenn auch sich die Zeit vervielfacht. Und das ist jetzt die entscheidende erste Definition der direkten Proportionalität, dass grundsätzlich eine Größe das x-fache einer anderen Größe ist. Und von dieser Definition werden wir jetzt ausgehen und grundsätzlich die erste oder eine der wichtigsten Faustregeln für die direkte Proportionalität gemeinsam auch formulieren und uns dann auch anschauen, was man mit dem Begriff Proportionalitätsfaktor auch meint. Mehr dazu in unserem nächsten Video. Bis bald!